Leute, Crimex hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Minecraft hier auf der YouTube-Insel. Wir sind hier auf Longberger Island bei unserer fetten Luxusvilla und heute ist natürlich mal wieder einiges geplant. Ihr wisst ja, wir haben ja in der letzten Folge unsere Mafia gegründet. Warum steht hier ein Amboss, Leute? Wer hat den hier hin platziert? Wir haben unsere Mafia gegründet und deswegen haben wir hier unseren coolen Anzug an. Aber Leute, es gibt ein Problem und zwar, wir müssen mehr Geld verdienen. Alles hat hier richtig viel gekostet. Ihr habt es ja gesehen, allein die Einrichtung bei unserer Villa. Und deswegen habe ich mir heute was Besonderes überlegt, wie wir wieder richtig viel Geld verdienen werden, Leute. Lasst ein Like und ein Abo da. Ich habe natürlich schon was vorbereitet für euch, Leute. Und das werden wir uns gleich mal gemeinsam anschauen. Aber hey, wir gehen erstmal in unsere Villa rein. Hallo. Und, warte mal, Candy? Chef, ja, hey. Sorry. Ich stand im Stau, verdammt, ey. Alter, nächstes Mal stehst du direkt schon hier, wenn ich am Start ja, bin. Ja, tut mir leid. Sorry, don't cry, Max. Alles gut. Candy, komm mit rein. Heute gibt es einiges zu erledigen. So, okay. Komm mal. Hä? Heute, eigentlich hatte ich hier Diamanten. Hä? Was ist, Max? Was Candy, hast du Diamanten hier aus dem Rahmen rausgenommen? Ich hatte hier eigentlich Diamanten reingehängt. Nicht. Hier drin, ne? Da hingen eigentlich 4 Diamanten und hier auch 4 Diamanten. Also insgesamt 8 Diamanten wurden geklaut. Hab ich nicht, nein. Leute, irgendjemand war hier in unserem Haus. Diamanten fehlen, Amboss stand in der Einfahrt, keiner. Irgendjemand war auf jeden Fall hier. Na gut, Candy, ich vertraue dir, wenn du das nicht warst. Aber, okay. Ja, dann komm mal mit ins Arbeitszimmer. Es gibt einiges zu besprechen. So. Okay, und ich habe auch noch was ich dir zeigen wollte. Ah, okay. Candy, du weißt ja, wie es aussieht. Unsere Mafia, alles war sehr kostspielig. Wir müssen Geld verdienen, ja? Bis jetzt haben wir noch kein Geld verdient. Aber darum werde ich mich heute kümmern. Und zwar habe ich ein neues Business für uns gebaut. Okay, okay. Ja? Weißt du was? Ich will dir noch nicht zu viel verraten. Ich würde sagen, wir fahren da einfach mal hin. Ja, ich habe nämlich... Ich habe auch was gebaut. Du hast auch was gebaut? Für unsere Feinde. Für unsere Feinde? okay, ich bin gespannt. Na gut, also... Steigen Sie ein, Don Sehr Primex. Gut, ja, fahr den Kalinen vor. Also für mein Ding, was ich gebaut habe, müssen wir ins Gewerbegebiet fahren. Für meins ein bisschen weiter sogar. Es wurde eine neue Straße erschlossen. Noch viel, viel weiter weg, kilometerweit entfernt. Weiter als das Gewerbegebiet weg? Viel weiter weg. Okay, Leute, was wurde denn hier schon wieder alles gebaut? Wir werden uns das was jetzt mal anschauen. Was zuerst sehen? Wir fahren erstmal zu meinem neuen Business, was ich gebaut habe. Weil, Leute, damit werden wir richtig Geld verdienen. Ihr müsst überlegen, womit wird richtig viel Geld verdient? Wir hatten ein Casino, das lief auch richtig gut. Aber wer sind wirklich die reichsten Leute überhaupt, ja? Und zwar sind das die Banken, Leute. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Bank haben wir gebaut. Und zwar genau hier neben dem IDEA, Leute. Ich habe richtig lang dafür gefarmt und gebaut. Ja. Richtig viel mit Quarz und weißem Beton gebaut. Das hier ist die neue Longberger Island Bank. Wow, steigen Sie aus. So. Ja, perfekt. Alter. Das hier ist ab sofort die Bank für alle YouTuber. Alle YouTuber können hier ihr Geld anlegen mit Zinsen. Das heißt, wenn man hier das Geld anlegt, dann kriegen die anderen sogar mehr Diamanten zurück. Und wir können in der Zeit mit dem Geld arbeiten, Leute. So wie das immer so bei Banken eben läuft. Hier sind ein paar Geldautomaten, wo Leute auch Geld und ein- und auszahlen können. Hier sind die ATMs, genau. So, und dann, ich zeige euch das jetzt mal. Hier, Candy, du bist ja mein Mitarbeiter, deswegen darfst du das auch sehen. Eigentlich dürfen hier nur Mitarbeiter rein. Komm mal hier hinten hin. Okay, okay. So, zack, hier kann man nämlich durchgehen. Und zwar hier hinterm Schalter. Und jetzt ist hier nämlich eine Falltür. Warte mal, wir nehmen jetzt mal gleich noch Licht in die Hand. So, einmal hier runter, let's go! Was ist denn hier los? Genau. Ich bin eingesperrt. Und hier ist nämlich der Sicherheitsraum, der Tresorraum. Du musst jetzt einmal den... Hier raus? Genau, das ist ein bisschen ein bisschen eine kleine Bummisicherung, damit dann nicht jeder hier reinkommt. Und das hier sind nämlich die einzelnen Konten von den YouTubern. Hier können wir dann nämlich Konten eröffnen. Und Leute, ihr seht schon, hier tropft so ein bisschen Lava durch. Pass auf, Candy, wir sind hier nämlich, das hast du vielleicht beim Runterfallen gesehen, wir sind unter dem Ozean in einer doppelten Schicht Obsidian. Das heißt, da kommt einmal Obsidian, dann Lava und dann nochmal Obsidian. Also das hier ist das ist wirklich das sicherste Bankschließfach überhaupt. Und wir haben hier insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Bankkonten, wo YouTuber ihre Diamanten hier anlegen können. Und ist das denn aber auch sicher und auch anonym? Das ist natürlich sicher und anonym, weil, versuch mal auf die Kiste hier zuzugreifen, Candy. Geht nicht. Ist verschlossen. Abgeschlossen. Nur ich kann darauf zugreifen. okay. Naja. Stark, okay. Also wenn du Diamanten hast, die du einzahlen möchtest, kannst du das hier bei der Longberger Island Bank tun. Ja, okay. Verstehe, verstehe. Man kriegt hier 5% Zinsen pro Woche. Also zum Beispiel, wenn du hier 100 gibst, dann kriegst du nach einer Woche 105. Was? Okay, okay. Mhm. Sehr stark. Das ist stark. Aber leider habe ich keine Diamanten. Naja, schade. Da müssen wir doch jemand anderen Kunden heute als Kunden finden. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder hoch, hier durch den Aufzug. Musst du jetzt nicht arbeiten? Beginnt deine Schicht denn jetzt nicht? Ja, eigentlich schon. Ja, aber du wolltest mir auch noch was zeigen.
Ja, zeige ich dir wann anders. Ist schon okay. Ich habe noch was zu tun. Ich muss noch was erledigen. Okay. So. Ich hole dich von der Arbeit nachher ab, ja? Okay, alles gut. Ich rufe dich dann an. Tschüss. Ciao. Hä? Leute, warum wollte Candy mir denn jetzt nicht mehr zeigen, was er gebaut hat? Das hat mich jetzt interessiert. Das müssen wir noch rausfinden. Aber, Freunde, ich schreibe jetzt hier erstmal in den Chat rein. Ab sofort 5% Zinsen bei der LB Bank. So, bei der LB Bank. 5% Zinsen, das ist schon gut, Leute. Wir haben natürlich auch hier unser eigenes Geld. Das hier sind die Tagesgeldkonten. Ja, also die Girokonten. Hier ganz normal können die Leute alles abheben. Aber wenn sie das auf mein Konto einzahlen, kriegen sie, wie gesagt, 5% Zinsen obendrauf. Und wir haben ja sogar da die Bücher drin. Da können wir nämlich immer dokumentieren, wie viel die uns gegeben haben, Leute. Ich würde sagen, wir warten jetzt hier mal kurz, bis der erste Kunde kommt. Und dann machen wir hier richtig Geld als Bank, Leute. Also, Leute, bis jetzt ist hier irgendwie leider noch nicht so, so viel los. David, ich möchte eine Kontoröffnung. Bei Ihnen, Ihre Bank, das ist unser erster Kunde. Hallo, guten Tag, der Herr. Sie möchten ein Konto eröffnen. Ich habe eine Frage. Ist es ein anonymes, diskretes Konto? Genau, ja. Das hier ist keine FBI-Gucken, hier in den FBI-Gucken. Also da hinten ist zwar das FBI, aber die Bank hier, wir haben auch Offshore-Konten. Ich verstehe, ich habe etwas, was ich einzahlen muss. Okay, was muss ich verstecken? Habe ich es entwendet? Habe ich es hier einmal, bitte? Okay, wie viele Diamanten sind das? 8 Diamanten. Ja, sie. Ich muss telefonieren, einen Moment. iCrimex Wanddiamanten? Ich habe 8 Diamanten geklaut, wie du sagen. Ey, warte mal. Yep. Was? Ich bringe dir, ist eingezahlt in eine Bank. Bitte, was sagt der da? Vorsicht, hier kommt jemand. Vorsicht, ich soll auflegen. Hä? Das sind meine geklauten, das sind die 8 Diamanten, die an unserer Wand gefehlt haben. So. Leute, werden mir eine Falle stellen. Mister, ja. Ich bin bereit. Ja. Genau. Wir werden. Was kostet denn diese Bank bitte? Die ist natürlich. Ist umsonst, das so ist umsonst. Ja, ist kostenlos, ist kostenlos. Ja. Ich würde Sie dann einmal bitten zu warten. Ja, ich werde das Konto eröffnen. So, Leute, ich werde jetzt einfach gleich mal das FBI anrufen, weil wir haben ja hier ein FBI, die sollen den dann mal verknacken. Aber ja, Flauschi, hey! Hallo Max, ich habe gehört, du hast eine Bank aufgemacht. Ich habe eine Bank aufgemacht hier, die Longberger Island Bank. Sieht richtig krass aus. Ich habe da ein Problem, ich möchte nicht immer meine... Hier ist mein Geldbeutel und ich möchte den nicht immer zu Hause rumstehen haben. Kekse? Ja, klar. Flauschi, wir nehmen hier nur Diamanten als Bezahlmethode. Ja, aber ich will ja nicht bezahlen, ich will ja nur einzahlen. Ja, das... Habt ihr nicht so Bankschließfächer? Ja, das haben wir auch, aber dann gibt's halt keine Zinsen drauf. Bei Diamanten wird's Zinsen geben. Dann machen wir erstmal das und dann bringe ich nachher noch meine Dias vorbei. Okay, ja, und ein Schließfach zu mieten kostet ein Diamant. Okay, warte. So, okay. Ja, ein Dia... Oh. Möchtest du mal sehen, wie gut das gesichert ist hier, deine Kekse? Oh, ja, gerne. Dann werde ich, zack, das wird einmal mitgenommen. Und dann möchte ich dich bitten, einmal hier mitzukommen, durch die Falltür durch. Und du bist jetzt hier die Erste, die hier ein Schließfach mietet. Also du kannst dir sogar noch aussuchen, welches Schließfach du haben willst. Vielleicht das hier in der Ecke. Ja, das hier ist, da bist du so weit weg von den anderen. Dann wird das jetzt hier deinen Namen bekommen, und zwar Flauschis Schließfach. So, Flauschis Schließfach. So, okay. Und dann, du zahlst insgesamt eine Schalker-Kiste mit, komplett voll mit Dingern. Ah nein, die kann... Genau. Warte, kann ich hier gar nicht reinlegen? Ah, ich kann hier leider keine Schalker-Kisten einzahlen. Einmal Leerräumen, bitte. Dann Leerräumen, oh Gott. Kannst du mir dabei helfen? Die Kiste ist jetzt entschlüsselt. So, dann nehme ich hier mein Buch und Feder raus. Wie viele sind das einmal? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal 3, 27 Stacks. So, das notieren wir dann hier in unserem Buch. 27... Stacks, Kekse. So, und zack. Perfekt. Okay, wäre das okay, wenn du vielleicht nur 26 Stacks einzahlst? Weil ein Slot braucht hier noch Buch und Feder. Hier, dann kriegst du deine Kekse wieder zurück. Danke. Und den einen Diamanten für die Schließfachmietung. Okay, super, Flauschi. Wie gesagt, auf Diamanten gibt es sogar 5% Zinsen. Ja, dann komme ich gleich nochmal vorbei und bring mal... Die Alles klar, okay. Oha, wie cool. So, okay. Dann tschüss, Flauschi. Wir sehen uns gleich. Wer ist denn das hier? Hallo? Hallo, ich hab gehört, Bank. Ich möchte einen Kredit aufnehmen. 1000 Dias, bitte. Und Bier.
Leute, das Ding ist, man kann zwar auch Kredit hier bei uns aufnehmen, da kriegen wir 10% Zinsen zurück, aber der Typ wirkt nicht so vertrauenswürdig. Man muss ja natürlich auch eine gewisse Sicherheit für die Bank bringen. Ich kann Ihnen eine Sicherheit geben. Ja, und zwar? Als Pfand gebe ich Ihnen mein Lieblingskabeljau. Tut mir leid, tut mir leid, der Herr, Ihr Kredit wurde abgelehnt. Okay, danke. Hey, lassen Sie die Einrichtung hier. Lass die Einrichtung hier. Ich verkaufe den Mann, ey, Leute, ich will doch jetzt hier mal Kunden mit Geld wirklich haben. Wir haben bis jetzt nur Hehlerware, jemand, der bei uns was geklaut hat. Ein paar Kekse und ein Obdachloser war jetzt hier, Mann. Oh, warte, da kommt Flauschi. Vielleicht lässt die jetzt mal richtig Geld hier. Jetzt natürlich richtig sind gut. Meine Dias dran. Wie viel Zinsen kriege ich denn? 5% insgesamt. Okay. Wöchentlich, ausgezahlt. Oha, ja, das hört sich gut an. Mhm. Dann machen wir das einmal. Ja, wie viel willst du denn einzahlen? 3 Stacks. 3 Stacks, das sind... Warte mal, ich muss hier einmal ganz kurz mein Inventar ein bisschen leer räumen. So, jetzt haben wir hier das ganze Zeug von Obdachlosen. Okay, eine Sekunde. Muss selbst hier noch kurz was einzahlen. Okay, 3 Stacks. Alter, Flauschi, du hast ja richtig Geld. Warte mal, sind das die Stacks, die ich dir für meine Einrichtung gezahlt habe? Egal, sehr gut, dass du es hier anlegst. Okay, dann einmal bitte die Diamanten geben. Ja, und du betrügst mich auch nicht? Nein, keine Sorge, du kannst jederzeit wieder darauf zugreifen und Zinsen gibt es einmal die Woche. So, das heißt, du hast ja jetzt, das sind ja jetzt irgendwie 192. Das heißt, du kriegst nächstes Mal 9 Diamanten. Hä? Was will denn die Polizei jetzt hier? Ja, was ist denn los? Hä, Candy, du bist jetzt beim FBI? Hat jemand das FBI gerufen? Candy, warte mal, kannst du nicht bei meiner Mafia sein und FBI gleichzeitig? Klar, bin ich da oben. Das ist mein Büro ganz, ganz oben. Boah, du bist ja hier Chef. Ja, eigentlich, ich hatte dich gerufen, weil hier war jemand, der wollte Hehlerware in meiner Bank einzahlen. So ein Typ mit dem Blumentopf hier, bitte. Nein, nicht der Blumentopf. Guck mal hier. Blumentopf ist geklärt. Die 8. Hallo? Einsatz erledigt. Hallo, FBI, FBI, nein. FBI, hallo. Ja, hallo, ey, guck mal Max, hier. Was geht? Guck mal hier, diese 8 Wanddiamanten von mir, von meinem Haus, von iCramics Wanddiamanten heißen die. 8 Stück, die wurden geklaut von mir. Ach so, die wurden geklaut. Und jemand war vorhin hier und wollte die einzahlen. Ah, okay, dann weiß ich Bescheid. Die werden asserviert, danke. Warte mal, kriege ich die nicht wieder? Danke, ja. Die gehören doch mir. Darf ich jetzt mein Schließfach aufmachen? Ja, natürlich, so... Dingsbums hier. Ach so, ich wollte die jetzt ins Schließfach legen, aber du kannst natürlich auch mitkommen, um das zu kontrollieren. Ja, gerne. Okay, so, dann einmal dass bitte wieder hier runter. Läuft. Hier läuft nichts falsch, keine Sorge. Die Bank ist vertrauenswürdig. Kriegt da jetzt ein zweites Schließfach, weil hier ist ja kein du kannst noch ein zweites anmieten, aber das kostet dann auch wieder einen Diamant. Oh, nee, dann nehme ich ein paar Kekse raus. Okay. So, ich dokumentiere das jetzt. Also das sind jetzt 192 Diamanten, sind das 3 Stacks. Ja. Ich werde das jetzt hier einmal aufschreiben. Und 3 Stacks sind nochmal raus, das heißt 27 minus 4 sind eigentlich nur noch 23 Stacks Kekse. 3 Stacks Dias, in Klammer 192. Das heißt, in einer Woche würdest du dann 9 Diamanten Zinsen bekommen. Das ist ganz schön viel. Okay. 9 Dias Zins. Okay, ist dokumentiert und heute ist der 6.6. Okay, das heißt dann am 13.6. würdest du dann 9 Diamanten bekommen. Okay. Genau. So, perfekt. Und Schließfach geschlossen. Gibt's dann auch direkt Zinseszinsen? Zinseszinsen? Also werden in der nächsten Woche dann die 9 Zinsen mit einberechnet? Ja, wenn du die eingezahlt lässt, dann werden das ja mehr. Ja. Okay, oder du kannst sie abheben. Alles klar. Okay. So, oh Gott, Leute, 5% sind vielleicht echt relativ viel. Tolle Arbeit, die du hier leistest. Gerne. Okay, dann tschüss, Flauschi. Verdammt, ich warte schon so lange. Wo bleibt mein Konto, hä? Es tut mir leid, der Herr. Gib mir meine Dias wieder sofort. Das FBI hat die Diamanten beschlagnahmt, weil das Diebesgut ist. Ja, das Fehlerware. Du bist Hört in mein Haus eingebrochen. Zu. Ich werde sie verhaften Dieser Mann lassen. Arbeitet mit dem FBI zusammen. Ja, das ist doch auch gut, wenn man als Bank mit der Polizei zusammenarbeitet. Hört sie alle zu.
alle Kriminellen. Hören Sie mal bitte, ich will Sie jetzt geht hier nicht verletzen. Sie haben Hausverbot. Hausverbot? Ja. Wenn du nochmal einbrichst bei mir, dann kriegen wir Ärger. Und jetzt hier, wir runter von meinem Grundstück. So, komm, ciao. Wir sehen ciao, uns wieder. Ciao. So. Wieder. Alter, ey, Leute, mit was für Leuten man hier zu tun hat. Okay, Freunde, wir warten jetzt hier mal, bis hier... Aber warte mal, was war denn mit Candy? Der wollte uns doch noch sein Ding zeigen, was er gebaut hat. Meint er sein FBI-Gebäude da oder was? Na gut, wir können ja mal kurz warten, ob hier nochmal neue Kunden rankommen, Leute. Oh, Candy kommt wieder mit einem Cullinan vorbei. Ey, was? Candy! Yo, Alter, was du geht? Kannst nicht die ganze Zeit... Feierabend oder was? Nein, noch nicht, aber du kannst nicht die ganze Zeit mit meinem Auto hier rumfahren. Ich soll dich doch abholen, dachte ich. Ach so, dein ja. Auto. Ja, dann ist okay. Ich dachte, du fährst auch privat mit dem rum. Muss aber leider sagen, irgendwie... nee, ich fahr gar nicht privat. Irgendwie ist der kaputt gegangen in der Zeit, wo wir beide gefahren sind. Ja. Ach so, müssen wir vielleicht genau bei uns zum Auto ausfahren. Ja. Ich will aber ein Konto eröffnen. Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, so. Okay. Du weißt ja, 5% Zinsen gibt es hier, auf dem, wenn du es auf dem Schließfach einzahlst. Ich habe hier 8 Diamanten. 5% acht von 8 einem Sinn. Das sind... Das sind schon wieder die iCrimex Wanddiamanten. So, okay, passt schon, ja. Candy? Die würde ich gerne einzahlen, ja. Candy, das sind hier die geklauten Diamanten von meinem Haus. Die du als FBI beschlagnahmt hast und jetzt privat benutzt. Nee, weiß ich nichts von. Muss ich dich enttäuschen. Tut mir Kann leid. Kann ich jetzt einzahlen, oder? Auf Diebesgut gibt es keinen Zins. Hä? Ja, die werden jetzt wieder eingezogen von mir. Ist doch Abzocke, ich guck mal, wie viel ich hab. Ja, nur normale Diamanten. Du musst auf eine Sache Dias von mehr? Mir aufpassen. Ja. Auf eine Sache, die einen emotionalen Wert für mich hat. Du kannst alles einzahlen, was du willst in meinem Schließfach, aber ein Schließfach kostet einen Diamant zu mieten. Ein Diamant, okay, ich verstehe schon. Mhm. Und zwar habe ich noch von früher das hier. Bam. Boah. Das war der erste Wither, den wir mal erledigt haben. Okay. Hey, ja. Gib mir meine Kisten wieder. Ja, und ein Diamant zur öffnen. Schließfacheröffnung brauchen wir aber noch. Ja, zahle ich dann später, wenn es okay ist. Nein, muss jetzt gezahlt werden. Okay, ein Dia habe ich. Das wird immer teurer hier, bitte. So, das kostet ein Diamant die Woche ein Schließfach. Ja, dann für eine Woche. Okay, alles gut. Dann, ich zahle das mal kurz ein und komme dann wieder. Okay. So, Leute, perfekt. Wir haben jetzt noch zwei. Also, allein durch die Schließfächer machen wir ja schon wieder ein bisschen Geld. Das ist ja schon mal gut. So, das hier ist jetzt Candys Schließfach. Neta-Stern wird reingelegt. So, Diamant haben wir auch wieder. Buch und Feder. Jetzt tun wir das hier noch einmal umbenennen. Und zwar Candys Schließfach. Das Ding ist, der kriegt ja jetzt an sich da keine Zinsen drauf, weil. Ist ja hier kein Ding. Nur ein Neta-Stern eingezahlt. Ich werde das trotzdem einmal dokumentieren. So, 6.6.23 Neta-Stern eingezahlt. Okay, damit das hier natürlich alles dokumentiert ist. Abgeschlossen wieder. Perfekt. Bei Flauschi auch abgeschlossen. Super. Perfekt, Freunde. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal wieder nach oben. Und wir müssen noch beim Autohaus vorbeifahren, hat Candy gesagt. Oh Gott, so eine Rolls-Royce-Reparatur könnte relativ teuer werden. Das ist nicht gut, Leute. So, sehr gut. Sind wir bereit? Wir sind das bereit. Das Autohaus schließt in 2 Minuten, oh, was? Okay, okay, dann los, gib Gummi. Rein. Oh, der springt ja gar nicht an, der Wagen. Der springt gar nicht mehr an, hallo. Alter, nein, Leute, unser Taxi. Ey, das ist gar nicht gut. Oh, jetzt schnell los. Oh. Okay, so und ich bin schon guter Auto Fahrer, aus, wie ja, du siehst, guck ja, mal. Du bist ein sehr guter Fahrer. Ah, das Auto schließt in 2 Stunden. Ah, nicht 2 Minuten. Na gut. So, so fahr mal da rein. Vielleicht muss ich nicht unbedingt einen neuen kaufen. Vielleicht kann man den reparieren noch. Ja, es wird teuer auf jeden Fall. Oh Gott, ein Rolls-Royce Cullinan kostet natürlich die Ersatzteile. Der hat 53% Schaden schon. Die Hälfte vom Wagen ist kaputt. Sag ich dir ehrlich, dafür hilft nur noch verschrotten. Dann lohnt es sich eher, einen neuen zu holen. Alter, der ist ja wirklich schon voll zerstört. Was wird denn da die Reparatur kosten für den? Das kann ich nicht sagen. Ich arbeite hier ja gar nicht. Du müsstest mal einen Mitarbeiter fragen. Ich glaube, drin ist einer. Okay, ja, ich frag mal. Lauf mal rein und schau mal nach. Ja, alles klar. Öffnungszeiten ist auf jeden Fall geöffnet, Leute. Hallo, ist hier jemand? Was haben die denn hier für Autos? Einsitzer? Aber wenn, dann brauchen wir ja wieder einen Zweisitzer Rolls-Royce, Leute. Wir können ja mal fragen, was die hier so noch am Start haben für uns. Hallo, was machen Sie beim Laden? Was soll das denn hier? Hallo. Candy, hä, hast du dich jetzt extra umgezogen? Nee, ich bin den ganzen Tag hier am Arbeiten. So, okay, dann na Auto gut. Verkauft. Ja, Candy, so. Ich bin hier mit meinem Rolls-Royce gerade in die Werkstatt gefahren. Lass mich mal schauen. 53% Schaden. Ja. Ich schau mal, 53% Schaden. Na, was Reparatur wird denn? Naja, das geht nicht mehr. Nee, ist kaputt. Brauchst ein neues Auto leider. Alter, was wird denn? Was kostet ein neuer Rolls-Royce Cullinan?
Wie Verschrottung? Oh. Bist du sicher, dass man da nichts mehr machen kann? Der, da kannst du nichts mehr machen. Der Wagen ist völlig hinüber. Der wird nur noch verschrottet. Nein, Leute. Neuer Rolls Cullinan willst du haben, oder? Ich würde gern komplett neuen bestellen. Und zwar in meiner Lieblingsfarbe, in dem iCrimex Blau, mit einem Diamantkennzeichen, wo Don Crimex steht. Diamantkennzeichen Blau? Ja. Also, ich sag dir ehrlich, wir haben Blau da, aber das ist, müsste ich schauen, ob das klappt. Ne? Also, da kann ich nichts versprechen. Ja, was kostet denn der, wo ist denn da der Listenpreis für die Kiste? Brauch auf jeden Fall einen Zweisitzer für meinen Chauffeur. 200 Diamanten. 200 Dias. Und du bist ganz sicher, dass wir den Alten nicht mehr retten können? Nee, der ist hinüber. Der ist völlig hinüber. Mach mal einen Freundschaftspreis. Ich bin ein guter Kunde. Hab dir schon mal einen Bentley gekauft, du weißt. 199 Diamanten. Du hast mir einen Diamant Rabatt gegeben. Ja, ist korrekt, oder? Sagen wir 10%. Das sind 20 Dias. Nee, 10. Wir sagen 5%. 10 Diamanten Rabatt. 190, nimm ihn mit oder nicht? Ja, okay, 190 ist okay. Ja, gut, dann mache ich dir die Karre fertig. Dann bau mir das Ding, ich geh die Diamanten holen, ja? Ja, sehr gut, so. Bis gleich. Warte mal, Leute, wisst ihr, was mir gerade einfällt? 190 Dias kostet das und Flauschi hat doch 192 Diamanten bei uns eingezahlt. Wir könnten ja das Geld von unseren Kunden ausgeben. Oder sind wir eine seriöse Bank? Ich weiß es nicht, Leute. Wir können ja... das selbst ist richtig teuer jetzt, die Kiste. Sollen wir einfach das Geld von unseren Kunden ausgeben? Wir können das ja später wieder einzahlen. So machen das ja Banken, die arbeiten ja mit dem Geld und zahlen das dann einfach später wieder ein, wenn jemand das dann braucht. Stück für Stück. So, okay, zack. Bam, bam, bam. 190, zwei sind noch drin. So, und wieder abschließen. Ja, wenn Flauschi das braucht, können wir es eher ja zahlen. Nehmen wir erstmal von ihren Diamanten was. Vielleicht können wir den Rolls-Royce Cullinan ja für mehr verkaufen. Plus machen und dann hätten wir sogar noch Diamanten gewonnen. Ich meine, wir müssen uns sowieso mal als Bank überlegen, wie wir jetzt anfangen, damit Geld zu verdienen. Mit den ganzen Diamanten, was die YouTuber bei uns einzahlen. Da müssen wir auch ja irgendwie ein bisschen mit Plus machen. Ja, ihr versteht schon. Aber gut, Leute. So, wir gehen jetzt mal hier wieder zum Autohandel. Mal gucken, ob der schon fertig ist hier. So, Candy, wie sieht's aus? Yo, ich muss hier gerade noch kurz ein Auto inserieren. Mhm, okay. Also ich habe das Geld dabei. So, passt einmal hier. Warte. Nagelneu, Cullinan, 250 Dias. Sehr gut, passt. Ich hätte jetzt auch so einen anderen Cullinan, den du kaufen könntest. Den hatten wir jetzt hier reinbekommen. Nee, ich will meinen Blauen. Aber hier ist dein neuer Wagen. Oh. So, das ist dein Auto. Alter. Hier hätte ich noch einen hell. Der ist jetzt neu reingekommen. Den habe ich jetzt komplett repariert. Mhm. Und der wäre auch zum Verkauf. Warte mal, ist das... Ist das der, den ich dir hier gelassen habe? So, aber wir haben hier deinen neuen blauen. Hey, warte mal, ich bin nicht gescammt. Cullinan! Ja, okay. Yo, wenigstens wird's mal blauen. Finde ich cool. Aha, ja, Diamantkennzeichen. Warte mal, ich ziele hier gerade noch, ob ich genug Dias mitgenommen habe. Wie viel waren es nochmal? 190, ne? Jupp. Oh, ganz kurz, Max, wo hast du die Dias her? Ja, ich habe so viel Dias. Außerdem habe ich ja jetzt eine Bank, wo Leute Geld einzahlen. Wie, du gibst das 190. Geld von anderen Leuten aus? Guck mal hier. 50, Flauschi. 100, 150. Ey, hallo, du musst das... Flauschi! Du musst das doch nicht, Flauschi. Hä, das sind nicht dann die von Flauschi. 195 sind es dann jetzt. Nein, 190 sag war's. Sag ja oder ich sag's. 195 oder ich sag's. So nein. Meine Dias wieder ab. Hä, ey, Kenny, was soll das denn? 195 oder ich sag es dir. Du, ich nehme mein Auto wieder mit. Wie, das Auto ist meins, es bleibt hier stehen. So, Alter, 190 jetzt her damit. Du hast einen Bankrun ausgelöst. Was heißt das? Gib mir erst meine Dias, ja, wegen Junge. Dir will jeder sein Geld von der Bank abheben. So läuft das ja nicht. Bankrun. Die Bank arbeitet ja. Ja, her mit dem Geld jetzt. Wir schließen in einer Minute. Oh, hier 190, oh. Halsabschneider. Okay. So, okay, ich warte jetzt hier, bis mein Chauffeur kommt und dann lasse ich mich jetzt hier wegfahren. Okay, bis gleich. Bis gleich, ciao. So, okay, Leute, wenigstens haben wir jetzt einen krassen Cullinan. Wir müssen jetzt schnell wieder zu unserer Bank, müssen das Problem mit Flauschi regeln, weil die darf jetzt auf jeden Fall nicht ihre Diamanten abholen gehen, Leute, oder abheben. Das wäre gar nicht gut. Chauffeur, Sir Candy, wo bist du? Ich muss wieder schnell zur Bank, los. Hallo, ja, so, ich bin hier. Los, schnell zur Bank. Wir haben Alter, krasses Auto, wo Dankeschön. Hast du das gekauft? Ja, hier bei Candys Carshop. Komischer Verkäufer, oder? Ja. Ich finde den immer richtig komisch. Der wollte mich noch abscammen. Aber gut. Ja, das ist ein Abzocker, musst aufpassen. Warum sitzt hier Banken denn niemand? Ja, so, park hier mal kurz. Ja, steigen Sie aus, Herr Don Primex. Hallo, Flauschi, was kann ich für dich tun? Ich möchte gerne meine Dias wieder abheben, weil ich möchte mir ein neues Auto kaufen. Mhm, okay, ja. Aber wenn du die Diamanten jetzt vorzeitig abhebst, fallen Gebühren an.
Wie viel denn? Weil die Diamanten wurden ja natürlich gewinnbringend für sie angelegt. Und wenn wir das jetzt vorher rausziehen, dann kostet das natürlich ein bisschen was. Wir machen Investments mit Ihrem Geld, Frau Flauschi. Machen Sie sich da keine Sorgen. Ihr Geld ist in besten Händen, wird vermehrt und an Sie zurückgeführt. Haben Sie da keine Angst? Also keine wenn Sie warten, bis in einer Woche kriegen Sie ja 9 Diamanten Zinsen. Ansonsten kostet das jetzt 9 Diamanten Strafzins. Ja, okay, dann hebe ich den nicht. Aber können Sie Ihrem Angestellten mal was Gescheites zum Anziehen kaufen? Ja, irgendwie, der will, irgendwie gefällt das dir mittlerweile, der Anzug. Ich hab nichts anderes. Also möchten Sie jetzt doch nicht abheben? Nein, weil ich hab keine neuen Diamanten mehr. Ja, das wäre ja dann von dem Betrag, den Sie eingezahlt haben, würden Sie minus 9 Diamanten wieder zurückbekommen. Ach was, nein, das passt schon. Das ist mir. Wir schließen auch jetzt. Verlassen okay. Sie bitte die Bank, ja? Verlassen Sie bitte Bank die Bank. Die Bank schließt jetzt. Gehen Sie bitte, ja? Boah, hey Max, okay, Leute, das ist ein Trick. War gerade nochmal knapp, ja? Immer wenn Leute Geld abheben, sagst du, na, wir schließen leider, kommen sie morgen wieder. Auch wenn du gerade erst aufgemacht hast. Das ich sage jetzt immer, entweder wir schließen oder der Zins ist gerade schlecht, oder die Wirtschaft ist gerade schlecht, steht schlecht. Wenn man jetzt auszahlt, dann gibt es einen Verlust. Ja, okay, gute Idee, sehr, sehr stark. Okay, Leute, so macht die Bank nämlich Geld hier. Wir fahren nach Hause, Max. Ja, Feierabend für heute. Sir Candy, fahren Sie nicht nach Hause, Feierabend. Boah, aber Leute, guck mal. Das Auto fährt richtig gut. Wir haben den krassen neuen Kali, ne? Wir haben unsere Bank heute eröffnet, haben schon 2 Schließfächer aufgemacht, ja? Und allein durch die Schließfächer kriegen wir einen Diamanten die Woche. Also so machen wir Geld mit unserer Bank, Leute. Ich glaube, wir müssen mal dafür sorgen, dass die ganzen anderen YouTuber auch noch ein Schließfach oder, wie sage ich mal, ein Konto bei uns eröffnen. Ja, Bankaccount. Die müssen ein Bankaccount bei uns eröffnen. Genau. So ist das. Aber gut, Leute, dann würde ich sagen, wir fahren jetzt mal wieder schön in die Villa Crimex zurück. Hier, beste Leben auf Paulberger Island. Lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crimex.